Also ab jetzt werden wir nur noch für PBs geweckt, ne? Nur noch für PBs geweckt. Ist ja wohl klar, oder? Die Nachricht verbreitete sich wirklich wie ein Lauffeuer. Ich mache Jugendcamps. 3 Gratis-Coachings für Kids. Im Norden zusammen mit Björn Brockmann, im Osten zusammen mit Florian Wold und im Westen der Republik zusammen mit Nico Bruch. Wir hatten 13 Plätze frei und die Teilnehmer waren natürlich ganz schnell gefunden. Was wir erlebten, was wir fingen, hier siehst du es. Also der Fisch hat gerade richtig Blasen geworfen. Ich hoffe, dass es was richtig Gutes ist, Mann. Yo Leute, es steht tatsächlich an, das erste Coaching, Coaching West in meiner Hood, an einem meiner Hausgewässer. Ich werde jetzt gleich mal die ersten Kids begrüßen, 4 an der Zahl. Mehr durfte ich ja leider nicht auswählen und das ist mir tatsächlich verdammt schwer gefallen, muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe echt geile Bewerbungen bekommen von richtig coolen Kids und ja, ich konnte mich nur auf 4 beschränken. Die habe ich ausgewählt und die werden hier hoffentlich gleich auch erscheinen. So, die Leute sind da, die Sache kann starten. Hier stehen die Jungs, sind glaube ich schon ganz aufgeregt. Dann stellt euch doch mal alle der Reihe nach vor. Fangen wir mit dir an. Ich soll mich auch noch vorstellen. Ja, selbstverständlich. Ja, Nico Brocher. 16 Jahre. 14. Gut. Hallo, ich bin Mick Schusemann. Ich komme aus Borken. Ich bin 12 Jahre alt. Hallo, Niklas Selting, 15 Jahre alt und aus Heinsberg. Hallo, ich bin Marc Franek, ich komme aus Waldnil und bin 16 Jahre alt. Hi, ich bin Fabian Wegner, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Dortmund. Perfekt. Besser hätte ich das auch nicht machen können. Herzlichen Dank. Wir packen jetzt unser Zeugs und dann geht's ab ans Wasser. So, wir verlassen den Parkplatz. Da wird gebollert. Jo, die Stunden ziehen ins Land. Aber die erste Hälfte des Teams ist schon am Aufdeckeln hier vorne. Das sind die Wurfmeister, die Jungs, die schon über 20 Routenlängen gut werfen können. Ja, wir gehen jetzt an einen meiner Lieblingsplätze hier am See. Und da können wir auch komfortabel auf kürzeren Distanzen angeln. Jo, die Camps sind soweit installiert. Da hat der Marc seine Bude aufgeschlagen. Ist ja noch gerade am Verzurren und am Abspannen. Ne? Hier sitze ich, allerdings ohne Ruten. Und da ist der Nick aufgetackelt. Er macht gerade sein Setup fertig. Sehr cool. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Jetzt müssen nur noch die Ruten ins Wasser und die Fische müssen mitspielen. Denn sie zeigen sich überhaupt nicht heute. Kein einziger ist bisher gesprungen. Aber das macht nichts. Wenn sie nicht in der Luft sind, sind sie ja schließlich im Wasser. Ne? Die Ruten liegen. Wird fleißig umgebaut. Der Nick ist fleißig zum Ablenken. Aber da liegt auch schon eine. Jo, dann wollen wir mal schauen, was hier im Camp Brocher gerade abgeht. Da höre ich auf jeden Fall die Bleier einschlagen. Ach, guck. Jojo. Jojo. Na, und wie ist die Lage bei euch? Hier wird die Route klar gemacht. Ja, auch. Oha, ich sehe schon, die liegt auf dem Plateau, hä? Ja, genau. Guten Appetit. Danke. Lass dir schmecken. Jo, danke. Tasty. Guten Morgen von Team West. Also bei uns ist die Nacht gar nichts passiert. Es war komplett ruhig. Die Fische haben sich auch nicht wirklich gezeigt in dem Areal. Aber deutlich weiter rechts haben sie sich gezeigt. Insofern haben wir heute Morgen kurz vor 8 die nötigsten Sachen gepackt, bei mir um Trolley geworfen und sind rüber marschiert. An Platz so ungefähr, ja, sind das 400 Meter weiter rechts in so einem Becken drin. Wir nennen das Big Fish Becken hier in dem See. Hoffentlich läuft noch ein Big Fish raus. Die Jungs sitzen jetzt gerade total motiviert, sind Ruten als Fallen gestellt, ganz wenig Beifutter oder Single Look Bait. Und ja, bei Nico und den anderen beiden ist ein Fisch rausgelaufen bisher. Heute Morgen auch tatsächlich, beste Beißzeit. Ja, und insgesamt ist es recht verhalten, aber es macht trotzdem Spaß und so bleibt es natürlich auch. Tricky. Mal gucken, wie es hier aussieht. Oh, was macht er denn? Er hat einen! Mach die Bremse ein bisschen auf, lass ihn gehen. Sauber! Ganz! Geil! Digga! Das ist geil, ey! Einfach tüt, 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 tüt! Sauber! Hängt ihr dir fest? Nee. Ja.
Auch ganz ruhig, ne? Ganz locker. Ich zieh mir meine Badhose an, meinen Fisch an die Fresse. Geil. Jo, der Fisch macht richtig Druck. Hängt gerade noch fest, also jetzt können wir nur hoffen. Also der Fisch hat gerade richtig Blasen geworfen. Ich hoffe, dass es was richtig Gutes ist, Mann. Oh, die beiden arbeiten da perfekt als Team. Lass den hier nicht da wirklich reingehen. Häng dich nicht zu. Genau, ein bisschen zu. Ja. Boah, ist das geil. Noch mal ein bisschen zu, dass du nicht reingehen. Da kommen die Blasen. Der Fisch hat den Baum zum Glück nicht erreicht. Er freut sich mit, das feiere ich noch mehr. Oh ja, hier. Oh nee, wisst ihr, was es ist? Oh, krass, ey. Oh, krasse Nummer. Auch gut, ey. Petri, Fisch ist Fisch. Ja, Petri. Gehst du mit hinter? Wie ist das Teil? Was für ein Urvieh, ey. Guck mal, dieser Fisch. Krass. Schon eigentlich ganz cool. Heftiger Drill auf jeden Fall. Ja. Souverän gemeistert. Geil. Herrliches Wetter, oder Leute? Ja. Perfekt. Dann schauen wir uns ein paar Rigs an. Und dann müssen wir gleich mal einpacken. Hoffentlich regnet es dabei nicht. So langsam lichten sich die Reihen hier. Hier wird abgeholt. Ich helfe mal hier noch mal ein bisschen mit. Richtig gerade, perfekt, pünktlich vor dem großen Regen. Na, immerhin. Wir sind raus. Also ab jetzt werden wir nur noch für PBs geweckt, ne? Nur noch für PBs geweckt. Ist ja wohl klar, oder? Hier muss es sein. Das hat der Florian mir geschickt. Ja, es ist jetzt das letzte Wochenende im September und Coaching Time, Coaching Ost und morgen Coaching Nord. Es ist wirklich, wirklich, wirklich herrliches Spätsommerwetter. Nachts ist es schon sehr, sehr kalt, aber tagsüber so richtig Indian Summer. Ultra geile Farben gerade, also wirklich wunderschön. Perfekte Bedingungen für sowas, zumindest ja von der Optik her. Fürs Angeln wird es wahrscheinlich tricky, aber das macht nichts. Es geht um die Sache und ich freue mich echt auf die Leute, die da kommen. Der Florian ist schon da, da sehe ich schon Autos stehen. Ich werde jetzt hier mal gucken, dass ich da auch irgendwo mein Plätzchen dazwischen finde. Amigo! Na? Alles klar? Komm, lass dich drücken. Cool. Ja, bin gespannt. Mega Gewässer auf jeden Fall. Ja, richtig schön. Ich habe selber ein bisschen Bock bekommen, hier zu angeln, wenn man so die ganze Zeit hier steht. Erstmal ohne Routen hier schlafen. Ne? Man baut ein Zelt auf morgens, alles ist neblig. Man guckt die ganze Zeit auf Wasser, denkt, ach, jetzt Routen mal ab. Okay, das ist auf jeden Fall unser Wachhund. Na? Tag, grüß dich. Alles gut? Natürlich, bei dir auch? Ja, direkt die Kamera ins Gesicht. Servus. Servus. Also, die Jungs kommen früh. Richard ist schon da und der Finn ist auch gerade angekommen. Mein Finn muss jetzt hier noch ein bisschen gepackt werden. Zum Glück haben wir mehr als genug Trolleys. Ich begrüße euch nochmal kurz, Jungs. Hi. Guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Wir freuen uns auch. Der Finn hat gerade die Kamera in der Hand, der filmt jetzt hier. Das ist sein Job. Und ja, wir marschieren jetzt mal zur Stelle. Gleich kommen wahrscheinlich die anderen Teilnehmer. Also wird einmal das Tackle abgeladen und dann gehe ich wieder hoch. Yo, yo, hier geht es jetzt langsam voran. Die Jungs sind echt krass ausgestattet, muss ich sagen. Guckt euch das mal an, hier vom allerfeinsten. Richtig schick. Ein weiterer absolut perfekt ausgestatteter Karpfenangler. Hallo Jan, schön, dass du am Start bist. Genauso lobe ich mir das. Ganz wenig Tackle dabei, alles komprimiert auf dem Trolley. Geil. Und das Beste daran ist, ich muss nicht mal schieben. So, da vor mir her. Da schiebt gerade der Theo seinen Trolley. Damit sind wir jetzt komplett. Und auch da muss ich sagen, das lobe ich mir, ganz wenig Tackle dabei. Sehr cool. Coole Truppe, ey. So macht das Bock. Kurzer Nachtrag. Der Theo hat nämlich ein Tackle-Item, das ich echt feier. Das ist richtig individuell. Das ist nämlich sein Bibi-Table in Echtholz-Optik. Geiles Ding. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man das erste Mal so
andere Zettel in der Hand hat, um zusammenzubauen. Hast du so einen schon mal gemacht, Finn? Hast du schon mal einen Schlagschnurknoten gemacht? Können wir dann mal zusammen machen. Siehst du das Ende von der dünnen Schnur genau an der Seite auch durch, wo die dicke Schnur durchgegangen ist? Weil dann hast du folgenden Effekt: Wenn du jetzt das Ganze zuziehst, dann kommen die Enden beide auf einer Seite raus. Und das Gleiche machst du auf der anderen Seite auch. Der ist wirklich gut geworden. Mach da ruhig eine richtig weite Schlaufe, dass du keinen Stress hast, das da durchzubringen. Wäre jetzt richtig? So wäre richtig. Aber setz sie ruhig hier an, dass du ein bisschen mehr Schlaufengröße hast. So, ne? Okay. Ganz herzlichen Dank an HZ an der Stelle. Geile Aktion. Vielen Dank an Andi. Das packe ich mit mal alles ins Auto. Ja, ja, Korda-Kleinigkeiten gibt es auch noch ein paar. Ja. Kannst du auch direkt mal. Ich habe sie jetzt noch nicht in den Eimern verteilt, aber. Ich gehe da noch eine Spule Chemo-Vorfachmaterial, 4er Curve Chink und damit kann man eigentlich schon super an easy Rig binden. Ne? Also geil. Einfach durchgebunden. Und ein Eimer natürlich. Und ne? Ein Eimer natürlich. Geil. Den finde ich tatsächlich am geilsten. Können wir auf jeden Fall die Session, denke ich mal, ganz gut mit rumkommen. Ne? Hast du ja nur den kleinen Rigring, ne? Mhm. Der Wirbel bleibt dann weg. Also, und bindest dir ein ganz normales Haar daran. Oh, ja. Dann hast du ja zum Beispiel jetzt hier die Stopper von Cordern, ne? Die haben ja unterschiedliche Längen. So ja, bist du auch flexibel, kannst dann nochmal einen Poppy drauf machen oder wegnehmen. Ne? Du es jetzt normalerweise nicht mit Pop-Ups angeln, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Hast du ein Pop-Up da, dass du angeln würdest? Ja. Da gibt es aber, wie gesagt, zwei Religionen. Es gibt viele Leute, die es genau so machen und damit auch super fahren. Es fängt auch hundertprozentig so Fische, natürlich. Und viele, die es halt darauf direkt anbinden, um es extra zu versteifen. Das ist, weil dadurch erst recht eben diese Eigenschaft des verlängerten Hakens, den du hier hast, das ist ja jetzt wie ein Longshank hier durch, ne? Dadurch, dass das hier ist der Haken im Grunde. Das, darfst du, das musst du als Haken sehen. Das ist das große Plus von dem Rig, ne? Aha, genau. Verlängerte Haken. Das ist der verlängerte Haken, der sorgt dafür, dass es noch geiler halt greift. Ne? Aber da, wie gesagt, es ist, glaube ich, nicht wirklich 100% fangentscheidend. Das ist ein Bauchgefühl, das kann ich nicht wissenschaftlich belegen. Also 4 Nächte nicht. Und das beschreibt halt genau die Situation, sind die Fische da, fängst du sie, ne? Ja. Sind sie weg, wir sind hier auf einer offenen Strecke, ist hier etliche Kilometer lang, dann kann man keinen Hut fangen, dann hat es den schärfsten Haken, haben den besten Köder, wenn die Fische nicht da sind. Das ist nun mal Havel, ne? Ja. Also wir fischen eh nicht mit. Ja. Ne? Euch gehört das Angeln und ja, das heißt im Grunde auch jeder mal auf Fisch kommen kann, so haben wir uns das vorgestellt. Können wir sollte mal eine Route laufen, dann bei zum Beispiel. Oder so, ne? Ja. Genau. Können wir machen, da jeder übernimmt seine Route, wenn die läuft, aber sollte halt nur einen Platz laufen, dann soll ja jeder Spaß haben, ne? Genau. Was ist hier denn los? Voll abgerannt, die Möhre. Er steht gerade neben den Routen. Bis beim Finn. Du hast mit deinem Wagen da auch Wie geil ist das denn, ey? Ja, hol ich. Wie geil ist das denn, Junge? Rein, ne? Lass dich nicht nervös machen von uns, okay? Aber verkack ihn nicht, ja? Lass dich nicht nervös machen. Ganz in Ruhe. Oh, mega, ey. Boah, hoffentlich kriegst du das. Der Rute lag 20 Minuten, Alter. Ja, perfekt, Alter. Ja gesagt, wenn die Kutter durchkommen, ist die Chance immer ganz gut, dass man einer rollt. Kein Stress. Die sind alle viel zu nervös, die einfach den Fisch in den Kescher kriegen wollen, weißt du? Hey, ist so der Klassiker. Bei sowas will man den einfach schnell im Netz haben, aber der hat überhaupt gar keinen Bock. Jetzt, jetzt! Jawohl! Yes! Geil, ey! Geil, Mann! Richtig gut! Petri! Und ein schöner Fisch. Also für das Gewässer wirklich schön. Finn, guck mal! Einmal die Siegerfaust hier zwei. Jawohl! Petrus! Boah, wunderschön! Geil, ey! Boah, also zwei BB. Yes, das Alter! Das ist eine richtige Havelperle hier. Ohne Witz. Ja. Heftig. Das ist ein PB wahrscheinlich? Ja. Da gibt es heute noch mit PB-Dusche. Boah, ist der schön. Okay. Petri, Alter. Petri, richtig Petri. Geil. Guckt euch das Teil an. Petrus. Danke. Was? Dein erster Havelfisch und dann so ein besonderes Teil. Ja. Ja, Mann. Sauberfisch. Schicker Fisch. Faust drauf. Ja.
Die andere Seite. Oh. Ja. Finn, was sagst du? Richtig geil. Dein neuer PB, denkst du? Ich glaube ja. Sagt der Paschmann dazu? Ja. Unser Jüngster hier, ey, der Finn. Direkt mal 9 PB gefangen, oder? Ja. Richtig mega geil. Fisch. Ja. PB-Dusche, mein Name. PB-Dusche. Komm, hebt man noch einmal geil. Ja, Mann. So. Mega Fisch auch noch dazu. Guckt euch den an, ey. Wunderschönes Teil. So einer aus der Havel, ne? Kann man nur von träumen. Ja, richtig perfekt. Schöner Fisch. Geil. Tag gerettet, das ist echt so. Pizza zum Armut. War schon ein sehr guter Fisch für dir, Freund. Ja? Ja. Was ist denn hier eigentlich das Schnitt? Also, die 8 Kilo Marke so. Okay. Du bist mir auch so eine 8 Kilo Marke da oben, ey. Yeah! Petri Finn! Alter Abräumer! Nice! Petri Finn! Vielen Dank! Das war kann doch nicht sitzen, Haken. Nee, perfekt, ne? Also passt. Was sagen Sie dazu? Richtig nice. Alles klar, komm. Sagst du dazu? Da steht schon wieder alles voll. Mit Leuten am Ufer. Kalt es ist. Man sieht nichts, aber da ist jemand am Drillen. Der Theo! Jawohl! Ha? Geil. Und? Macht Druck? Sehr geil. Sehr schön. Hey, Jungs. Und was ist ein Kescher? Warte, gucken. Sieht gut aus. Petri, Mensch. Coole Sache. Erster Havelfisch bestimmt auch, oder? Ja. Richtig cool. Cool. Oh, shit, ein Kescher dazu. Schöner Fisch, ey. Schön fett. Oh, das ist ein ja, sehr gut. Mal den hellen Kopf an, ey. Wie genau, guck strahl noch mal so in die Cam. Ja, das Brotstückchen weg oder geht's? Ne, ist cool, wenn das Brot drauf ist, so witzig. Petri. Petri, dank. Sehr schön. Und, Warthose, Hose wieder nass? Nö, zumindest merke ich's gerade nicht. Noch nicht. Also ab jetzt werden wir nur noch für PBs geweckt, ne? Nur noch 4 PBs geweckt. Ist ja wohl klar, oder? Einen gar wunderschönen guten Morgen. Hier steht schon ein Teil der Gang. Komisch, warum sind die alle so früh wach? Dafür gibt es gute Gründe. Es wurde gefangen wie wild, ne? Wie viele Runs hat sie? 6 Runs. 6 Runs. Ich habe nicht geschlafen. Kann man mal machen, ne? Mega. Du hast auch nicht geschlafen, ne? Wenig. Einfach nur so nicht geschlafen. Du hast gerade deine Kontaktlinsen paniert. Ja, und einfach nur so nicht geschlafen. Ultra krass. Kescherboy gewesen heute. Ja, aber kommt. Also Florian war jedes Mal mit wach, hat ungefähr jeden Fisch mitgekeschert. Ich weiß gar nicht, wo die anderen jetzt alle rumlaufen. Die sind alle schon total aktiv hier, die ganzen Zwerge. Der Finn hatte nämlich auch noch welche und ja, da drüben lief es auf jeden Fall auch. Ich gehe da mal schauen. Auf jeden Fall eine geile Aktion. Also ich bin mega happy, dass die Jungs so gut gefangen haben. Das hätte ich mir natürlich auch fürs Coaching West gewünscht. Aber steckst du manchmal mich drin. Hier hat es auf jeden Fall richtig gezündet. Guten Morgen. Alles klar? Ja. Guten Morgen. Na? Guck mal, da stehen auch 2 stolze Fänger. Finn hat nicht nur ein PB geknackt, sondern noch mal nachgelegt und du hast auch was gefangen, ne? Ja. Also ich glaube, so kann man noch so ein Coaching hier beenden, ne? Ja. Richtig, richtig cool, Mann. Gut geangelt, wirklich. Danke. So, Leute. Coaching Ost, ich würde mal sagen, Petri! Sehr geil, ey. Richtig gut. Wir sind raus. Und ich kann mich nur herzlich bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. War richtig geil. Ja. Ihr habt alle sehr gut geangelt, muss ich sagen. Also finde ich echt ein ganz hat hohes Level vom Angeln her. Mach's gut, vielen sehr, sehr Dank. Sehr cool. Ja, euch natürlich auch den herzlichsten Dank, den man geben kann. Und dem Meister, der es möglich gemacht hat, gute dass Fahrt, hier all die Fische laufen. Gerne. Sehr, sehr geile Aktion. Also, ich mache mich auf die Autobahn
Euch noch viel Spaß. Dankeschön. Adieu. Tschüss. Ich wollte nur noch mal sagen, das war wirklich eine total geile Crew. Die Jungs waren total locker. Die werden sicherlich untereinander Kontakte austauschen, werden sicherlich noch mal zusammen angeln gehen. Und ich bin gespannt, wie die sich als Angler entwickeln werden. Sehr, sehr cool. Und jetzt ab auf die Autobahn, auf in den Norden. Über 22 Kilo wird der auf jeden Fall gehen. Besser wie nichts, ne? Auch bis, dass du tot gefahren wärst. Marvin, erzähl mir mal, wohin wir gehen und auf wen wir warten. Ja, du, den Spieß einfach mal um. So, wir sind am See angekommen. Die Ersten müssen auch jetzt jeden Moment eintrudeln. Das ist jetzt 2:30, um 2 ist Treff. Und dann bin ich mal gespannt, wann das Paschmännchen hier mal auftaucht. Der wird auf jeden Fall mal wieder schön auf dem Samstag im Stau stehen auf der A7, was eben halt Standard ist. So, ich bin jeden Moment da. Vorne ist gleich die Einfahrt zu Brockessee und ich bin 6 Minuten zu spät. Aber ich glaube, 6 Minuten kann man mal zu spät kommen, wenn man dafür 4 Stunden voll durchgeknallt ist, ey. Und jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich hier hin muss. Wo hier wer ist? Naja, guck mal da. Da war ein Pfeil. Bock hat Pfeil hingehängt. Perfekt. Du bist vorbereitet, ey. Da geht's zum Glück hin. Die ersten Kids sind auf jeden Fall schon da. Wir gehen jetzt mal hoch. Jo, da hinten stehen auf jeden Fall welche. Ach, da ist Titus, den darf ich jetzt nicht totfahren. So, ich bin da und jetzt geht's los. Also, die Tatsache ist, ihr alle angelt heute nicht, sondern wir fahren jetzt zu Brocke in die Halle und ihr müsst helfen, Boilies zu rollen. Das ist das, was wir eigentlich hier machen. Wir sind aber nicht weit von weg, alle. Also wir kommen auch rüber, also wenn was ist. Ne? Ja. Wenn jetzt einer auf den Tisch fängt, wir jetzt gerade bei jemand anders kurz Bescheid sagen, über Telefon, whatever, es geht auf jeden Fall hin. Und dann helfen wir euch da. Ne? Ja. Bis dann, in die letzte Woche. Genau. Gut produktiv, wenn man da hinten auch Privé einsetzen hat, weil der schneidet dann einen Fische ab. Deswegen haben wir jetzt gesagt, bei diesem Jugend-Event, dass wir die realistische Chance habt, einzufangen, dass wir den Platz essen können. Der Platz der Bord seit Mai gerade verbandelt, weil das Kraut da wirklich extrem war. Aber ich war jetzt, oder den hier war mit Titus abends mal laufen, standen sehr viele Fische hinten auf dem Platz, das ist so. Auch als Pierre da war, er hat nur zu kurz geangelt. Ne? Das stimmt, ja, er hat nur zu kurz geangelt. Ihr baut dann erstmal komplett alles so auf, wie ihr es denkt. Und Christoph und ich komme zu euch und helfe euch nochmal mit Montagen und alles, was man hier eben halt drauf für Komponenten. Ihr baut aber erstmal so auf, wie ihr jetzt hier angeln würdet. Zeigt uns das einfach mal. Und dann gucken wir mal, ob das Sinn macht oder es nicht Sinn macht. Und dann greifen wir euch da unter die Arme. So, der See ist erklärt, die Plätze sind erklärt. Jetzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Damit die Jungs für das Angeln hier auch gut ausgestattet sind, haben wir eben wieder die richtigen Sachen zusammengepackt. Guck mal hier. Sehr schön. Ja, das sind für euch die Pakete, die wir zusammengestellt haben. Korda hat ein bisschen Haken, Vorwurfsmaterial einmal dazu gepackt. Ich habe mich nicht lumpen lassen, ich habe euch jeden 2 Dosen Mais gesponsert. Ist das nicht geil? Ja. Das ist einfach so. Und eben halt ein kleines Boilie-Paket von meiner Seite aus. Einmal Pop-Ups, einmal Teig und 15 mm Boilies. Jetzt in der Jahreszeit funktionieren hier eigentlich sehr gut. Das ist für jeden einmal da, das könnt ihr euch dann wegnehmen. Und dann würde ich sagen, dann geht es auch schon auf die los, dass wir die Plätze beziehen. Ja. Also, genau. Greift zu, Jungs. Schnappt euch, das ist genau das, was hier jetzt passend ist von der Angelei, auch von den Komponenten her. Total geil, wenn das ein Rafter wäre. Das ist ein Futter, die Rafter nimmst. Weil das ist nämlich das Problem, wenn du Mono auf Mono hast. Ich immer gut an, um in die Köder zu kneten oder um zu leise zu machen. Du hast deine Nähe schon fertig, also fertig montiert alles. Ich sag, die Jungs haben leider Gottes noch nicht die Erfahrung gehabt. Also wir haben jetzt immer das Ablenken und alles gemacht. Sind natürlich auch mit dem Tackle nicht vertraut. Deswegen haben sich eben festgestellt, dass das Bomben nicht so hinhaut, wie ich mir es erhofft habe. Da habe ich gesagt, komm Jungs, es ist gleich dunkel, das übernehme ich jetzt mal. Aber morgen haben wir noch ein bisschen Zeit und dann werde ich noch mal ein paar Würfe mit den Jungs machen.
nochmal damit an den Haken scharf zu machen. Man kann den einspannen, das mache ich nie, ich mache es noch gefühlt. Aber nicht jeden Fisch gerettet. Ne? Führst du das Ende des Knotens genau dadurch, wo auch dieser Knoten durchgegangen ist. Ne? Okay. Ein bisschen Friemelei manchmal. Aber der Grund dafür ist einfach der. Und du hast beide Enden des Knotens auf einer Seite rausgucken. Und du hast im Grunde auf der Seite, wo es durch die Ringe fliegt, keine wirkliche Wulst oder so, die störend sein könnte. Ja. Denn wenn du gebunden hast, guckt genau da eben ein Schnurende ab und könnte sich fangen. Perfekt. Hast du noch nie angefangen? Nee, ich hab noch nie angefangen. Aber hatte nicht Gründe. Ich hab einfach eingeholt und plötzlich gab es Schlag in der Route. Und Welle kam hoch. Ja, Piri, ne? Danke. Erster Fisch heute. Und mein Geburtstagsfisch endlich. Ja, so, jetzt ein Karpfenangler weniger wird das Raubfischangler. Was man jetzt nicht mitbekommen hat, hier ist gerade nochmal richtig krass der Regen drüber gegangen. Ich habe mich hinten ins Auto gesetzt, so heftig. Die Jungs hatten ihr Zelt da noch kaum stehen. Der Simon hat jetzt auch nochmal umgebaut, einfach weil er nur einen offenen Schirm hat. Jo, Brocke war mal kurz beim Hendrik drüben, der sitzt auf Electric, ich sag mal den Platz am Seeende. Genau, und ich gehe jetzt mal gucken, was hier am Inselswim abgeht. Und ja, dann wird es gleich mal Zeit, die Routen zu klopfen. Denn wir werden die hier wirklich vom Boot aus ablegen und ja, klopfen. Wir haben uns dazu entschieden, nicht zu werfen, einfach deshalb, weil die Bedingungen so geil sind. Und ja, ich wirklich will, dass die Routen sauber und perfekt safe liegen. Genau. Jetzt gibt's Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Das übliche, wenn Pizza Marvin da ist, was gibt es natürlich? Wir haben Karottensaft. Wir haben. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist passiert, was wir irgendwie gefürchtet, aber auch irgendwie erhofft haben. Es passierte nämlich sehr, sehr wenig, aber dafür ist ein wirklich großer Fisch gefallen. Allerdings, es war ein bisschen zu wenig. Also es war sehr, sehr ruhig. Ne? Das Wasser ist anscheinend sehr ausgekühlt, es hat heute Morgen auch gar nicht gedampft. Die Ruten haben wir echt perfekt gelegt. Alles, was mit dem Boot gelegt wurde, lag perfekt. Und ja, leider ist nur ein einziger Fisch gekommen. Aber dafür ein neuer PB. Und jetzt ist die ganze Truppe wach. Alle haben sich in Warthosen geworfen. Los geht's zum Platz von Hendrik, weil der hat ihn gefangen. Den gucken wir uns jetzt mal an.
Guten! Da ist die ganze Bande. Morgen zusammen. Petri, der Herr PB. Ha? Auf jeden Fall. Geil. Sehr geil. Bin ich gespannt drauf. Freue ich mich, den zu sehen. Wo geht's immer vor, so untergreifend und gespreizt, aber ist ja noch gut gegangen, ne? Aber da muss man immer halt aufpassen. Was sind so die größten Fische, die ihr live gesehen habt bisher? 17 Kilo Graser. 17 Kilo Graser. 13 Kilo Schuppi. 13 Kilo Schuppi. 21 Kilo Spiegler. Okay, ja, könnt ihr dann gleich. Ja, das könnte passen. 25 Kilo Spiegler. Hast du selber schon gefangen, ja? Ne? Ja. Okay, gut. Aber ist ja auch letztlich völlig egal. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein cooles Erlebnis. Kann nur ein geiler Fisch sein hier. Ja, der zieht halt auf 25. Wir nehmen dann hier die Sling davon ab. Machen wir das genau so. Was hat die Sling? Wie groß ist das? Das ist die große, die müsste über 2,5 Kilo haben. 2,5 Kilo wird sie haben wahrscheinlich. Ja. Aber? Scheint ein ziemlich solider Fisch zu sein. Die ziehen ihn gleich nochmal korrekt ab, aber über 22 Kilo wird der auf jeden Fall gehen. Petri, Mann. Petri zum PB schon mal. Dankeschön. Alle nervös, alle wollen Fisch sehen. Oh, was für ein geiles Ding. Ey, guck mal. Junge. Junge, also, Junge. Aber was Junge, ich immer mache, ist auch Ruhe abnehmen und so. Weil das ist alles eine Verletzungsgefahr, ne? Dann beruhigt er sich, du merkst es auch, wenn er anfängt zu spannen. Was denn am stabilsten? Sehr gut. Geil. Also, genau. Lass ihn ruhig runter, wenn er nicht will. Wir haben wirklich Zeit, der Fisch, solange er nass ist. Yes, Mann! Hey, kann man mal machen, da muss nicht viel beißen. Aber wenn ein neuer PB rausläuft, dann würde ich sagen. Petri! Schöner Fisch. Mega, Alter. Oh, sorry. Das gehört dazu. Sei froh, dass er jetzt leer war. Ja, okay. Ja, geil.